Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Endlich mal wieder eine Folge mit normalem Content. Ergo. Volle Fahrt voraus. So. Oh, schöner Staudamm. So, wir sind am Arsch der Welt. Ist uns aber egal. Wir machen einen schnellen Auftrag. Die Frage ist, können wir gleich mit unserem LKW auch so einen Auflieger ziehen? Ich guck mal kurz bei Aufträgen. Können wir tatsächlich. Wow. Oh, die sind ja nur von da nach da. Oh, guck mal, die haben sogar schon Kansas hier drinne. Obwohl es das DLC noch gar nicht gibt. Das kommt ja erst raus jetzt. Irgendwie in ein paar Tagen. Lol. Ah, freue ich mich auch schon drauf, Kansas. Aber das werden wir in der jetzigen Session halt definitiv nicht erleben. Weil es kommt jetzt in ein paar Tagen raus. Ich glaube das kommt jetzt im Dezember raus irgendwann. Also noch, weiß nicht. Wahrscheinlich noch 2 Wochen oder so. Also noch eine Weile. Wie heißt die Dinger? Windturbine. Ah, gibt es genau 2 Aufträge und beide sind in Colorado. Gut, dann machen wir mal lieber doch einen schnellen Auftrag. Da gibt es auch genau 2 Aufträge. Genau die gleichen beiden. Ja, dann nehmen wir doch hier, welche nehmen wir denn? Western Star oder Peterbilt? Ja komm, mit die Peterbilt fahren wir schon die ganze Zeit. Ich glaube, dann nehmen wir mal hier den Western Star. Der hat auch ein bisschen mehr Leistung und die Strecke ist vor allem auch länger. Let's go! Oh, ich bin mal gespannt, Alter, auf den Auftrag, Alter. Oder kann ja nur eine Katastrophe werden. Das kann ja nur eine Katastrophe werden. That's some good shit. Gut, die Kamera kommt schon mal gar nicht klar. Das ist einfach. Müsste viel weiter wegstehen, die Kamera, damit man überhaupt irgendwas erkennt. Oh mein Gott. Das ist schon ein langes Ding. Das ist schon ein langes Ding, Alter. Hey, ich bin ja gar nicht drinne. In dem LKW, was ist denn da los? Der LKW ist ja führerlos. Gut, das kennen wir alles schon. Bla bla bla. Jetzt sind wir drin. Okay. Ja, ich würde mal sagen, scheiße lang das Ding. Ja gut, ist natürlich klar, ja, wahrscheinlich deswegen nur diese 2 Strecken, weil eben du brauchst auch Start- und Endstellen, wo du sowas machen kannst. Und da gibt's ja quasi bloß, also das ist hier eins von denen, was man halt kennt, wo man halt extrem viel Platz hat. Aber eben, davon gibt's halt nicht so viele. Von daher, ja, sehr geil. Ich wollte mal ganz kurz gucken, vielleicht... Gibt solche Auflieger auch für sich selber garantiert nicht, ne? Weil die könntest du ja in keiner Garage abstellen. Auflieger-Händler, da. Nee, wie gesagt, die kannst du ja in keiner Garage abstellen, das Ding. Ne, kein Teleskop-Auflieger. Nö. Na gut. Wie gesagt, was zu erwarten. Ich glaub, der Ladebalken ist ein bisschen nervös. So, na dann, let's go. Mit unserem überlangen Auflieger. Lenkt der eigentlich mit oder gegen? Oder? Oh ja, okay, er lenkt mit. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Aber schwer dürfte das eigentlich nicht sein, ne? Ja, hier 6 Tonnen ist gar nichts. Weil eben ist ja, ist zwar groß, aber ist ja nichts weiter als ein hohler Stahlmantel. So, das ist ja, das Ding hat ja kein Gewicht. Hey, wir kommen über die Kurve erstaunlich gut rum. Okay, das geht.
Alter, ich dachte gerade schon, er macht das hier vor unserer Schnauze die Scheiße zu. Du Affe. Was? Ihr Post? Ich hab Post? Nein. Was nun schon wieder? Oh, wurde ich verknackt? Use Trucks. Ah. Das sagt mir jetzt. Ja, dass die ganze Sache nicht übersetzt haben. Digga. Sehr geehrte Dame oder Herr. Dame innen oder Herr innen. Wir sind erfreut, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser Gebraucht-LKW-Händler aufmacht. Ihre neueste Stelle, um hochqualitativ gebrauchte LKWs zu kaufen, egal ob sie für nach einer leistungsstarken oder nach einer reliable, nach einer Maschine Ausschau halten, die noch lange läuft. Wir haben den perfekten LKW für Sie. Bitte durchsuchen Sie unsere Gebraucht-LKWs-Angebote. Wir vertrauen darauf, dass Sie den perfekten dass Sie den LKW finden, der perfekt Ihre Bedürfnisse entspricht. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Gebrauchtwarenhändler-Team. PS, vergessen Sie nicht öfters mal nachzuschauen nach neuen Angeboten. Genau, unser Angebot ändert sich konstant, also ständig. Von daher, werden Sie immer eine Überraschung finden. Ja, unsere hochqualitativen, leistungsstarken LKWs mit genau einem Stern. Verstehe. So, volle Fahrt raus. Ey, wir dürfen hier. Wir dürfen 40 fahren. Was ist denn los mit dir? Tuckert der mit 20 lang, Alter, ich glaub's nicht. Alter, guck mal, wie weit der Auflieger ausschert. Das ist ja geil. Wollte mir ja keine Gedanken machen um Kurven. Muss ich mir eher schon. Genau, hier hinten. Muss ich mir eher Sorgen machen, dass er nicht zu weit ausschert. Holy shit. Der geht ja komplett auf die andere Spur rauf. Alter Schwede. Da ist schon heftig. Alter, der bleibt komplett auf der Straße drauf. Ist das krank? Ist das geil? Ja, das heißt, wir müssen echt auf den Gegenverkehr aufpassen. Weil der Auflieger sehr weit ausschert. Das ist natürlich schön praktisch. So. Weil gerade hier bei so Endkurven wie hier ist es dann natürlich vorteilhaft, wenn der LKW, wenn der Auflieger noch mehr ausschert. Oh, gucken, ob wir keine Schilder mitnehmen. Ne, hier sind keine Schilder. Sehr gut. Ja, easy. Okay, ist ja doch einfacher als gedacht. Das ist ja viel zu einfach. Wow. Wow. Das macht irgendwie ein bisschen traurig. Ach ja, und auch die KI von den Fahrzeugen soll wohl irgendwie ein bisschen überarbeitet worden sein. Die fallen sich nicht mehr alle schön Kerzen gerade in der Mitte der Fahrbahn, sondern variieren alle so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann, vielleicht. Da stehen ja jetzt ein paar. Weiß nicht. Doch, guck mal hier, siehst du da? Hallo? Verdammt, ich kann gerade die Maus nicht benutzen. Egal. Auf jeden Fall da der rote ist ein bisschen weiter links und der blaue dahinter ein bisschen weiter rechts. Also die sind alle schon nicht Kerzen gerade. Hier vorne sieht man das auch ein bisschen. Dass es da ein bisschen Variation gibt. Ja, da hinten auch der braune, der vorletzte, der da gerade ankam. Der ist auch ein bisschen weiter links. Also Fahrtrichtung rechts. Falsche Taste. Ich wollte darauf. Let's go.
So. Ob die jetzt auch die Intelligenz der KI überarbeitet haben? I don't know. Ich schätze mal nicht. Aber zumindest, wie gesagt, fahren die jetzt etwas realistischer. Ich habe schon wieder. Ich wollte doch wieder Musik machen. Jetzt, wo wir normal fahren. Ganz ehrlich, ich hätte das Ding sogar ein bisschen anders montiert. Ich glaube, ich hätte das Ding hier hinten ein bisschen weiter nach links genommen. Sodass dieser extreme Rechtswulst nicht mehr da ist. Weil erstens ragt er dadurch ein bisschen raus. Und zum anderen hat er natürlich auch gewichtsmäßig eine ganz schöne Rechtslast. Also das hätte ich wahrscheinlich doch eher... Ah, wie gesagt. Vorne auf jeden Fall nicht, weil vorne ist ein sehr schwerer Teil. Wenn du den nach links genommen hättest, hättest du wahrscheinlich doch sehr schnell eine Linkslast gehabt. Aber zumindest den hinteren Teil, den hätte ich ein bisschen weiter nach links genommen. Ja, ganz ehrlich, mit so einem Auflieger könnte ich hier problemlos Normalgeschwindigkeit fahren. Dadurch, dass er so extrem weit ausschert hinten, fährt er sich auf der Autobahn wie ein ganz normaler Auflieger. Ist nicht viel breiter, außer nach rechts hin, dass er, hat er das jetzt ein bisschen überbreitet. Aber solange ich auf der rechten Spur fahre, auch egal. Ja, von daher... Nur bei den Auf- und Abfahrten, also bei Kurven halt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen, weil der LKW halt hinten nach außen ausschert. Der Auflieger hinten nach außen ausschert. Sprich, wenn ich da hier jetzt eine Rechtskurve mache, kann es sein, dass links die Spur auf einmal blockiert wird, oder? Aber dass so enge Kurven sind, ist ja bei der Autobahn eher selten. Von daher. Aber naja, Vorschrift ist halt, dass ich maximal 40 fahren darf. Was willst du da machen? Außer in Ruhe Kaffee trinken. Exit 101. Noch 200 Meilen, Mann. Ganz schön wenig Verkehr hier auf der Autobahn, oder? Hier ist mal zwei LKWs und das war's. Keine Autos, kein nichts, kein gar nichts. Da hinten ist jetzt wieder ein LKW gespawnt. Ganz schön wenig los, dafür, dass es 10 Uhr ist. Wer konnte keinen Auftrag finden? Leute, direkt verhaften. Ich habe die Polizei direkt mit dabei. So, jetzt gucken hier, warte mal kurz, fahr mal kurz ein bisschen mittig. Ungefähr so. Ah doch, guckt echt fast über die Spur. Weil im Rückspiegel sieht die ganze Zeit so aus, als wenn man Auflieger bis auf die, also auf den Bahnstreifen rüberreicht. Aber ja, tatsächlich fast. Achso, und sie haben übrigens auch die Skybox überarbeitet. Die soll jetzt HDR unterstützen. Habe ich persönlich jetzt noch keinen Unterschied feststellen können. Weil ich meine, der Himmel war so schon immer sehr geil. Was ich am liebsten feiere, ist ja das, dass man jetzt hier, also dass man, wenn es dunkel ist, sich das Auge erstmal dran gewöhnt, dass es heller wird. Und wenn es hell ist, bumm, erstmal weiß und dann ja, ein bisschen dunkler wird. So wie das echte Auge sich auch an Änderungen erstmal gewöhnen muss. Aber eben, das gibt es schon die ganze Zeit. Das gibt es schon seit Ewigkeiten. Also, das könnte jetzt nicht meinen mit neu.
Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Wollte ich gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt hier ohne Wolken. Ob man dann jetzt hier bessere Übergänge hat oder so. Gut, ich meine, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe keinen HDR-fähigen. Kein HDR-fähiges Setup. Oh. Kann ich jetzt auch nicht feststellen. Oh, sieht schon geil aus. Diese Sonnenaufgänge hier sind schon echt geil. Gut, die Sonne ist jetzt ein bisschen. Die Sonne ist dunkler geworden, kann das sein? Wahrscheinlich meine ich das mit dem HDR. Und normalerweise wäre das jetzt ein richtig heller Fleck, der einen blenden würde. Aber das ist jetzt richtig gar nichts. Ah, aber jetzt wird es langsam hell. Vielleicht war die Sonne einfach noch sehr flach. Kann auch sein. Weil jetzt ist richtig toller Flick. War ich gerade nur zu voreilig. Hui. Ah, schon geil. Ach, guck mal. Okay, die haben die UI geändert. Ah. Weil früher, wenn du hier mit dem Scrollrad die Zeit geändert hast, du kannst ja hier hin und her scrollen, hoch scrollen, runter scrollen. Hast du gleichzeitig, weil der Scrollrad, den man hier unten sieht, ist auch der Zoom. Und dann hast du quasi gleichzeitig auch den, wenn du halt hoch und runter gescrollt hast, um die Zeit zu ändern, hast du gleichzeitig auch den Zoom betätigt. Und das haben sie jetzt entkoppelt. Dass wenn du hier auf dem Regler bist und den Regler betätigst, der Zoom nicht mehr reagiert. Das ist natürlich sehr geil. Weil das hat halt immer genervt. Dass er immer beim Runterscrollen hat er mal rangezoomt und beim Zurückscrollen hat er wieder rausgezoomt. Genau. Das war halt immer super nervig. Aber jetzt bleibt der Zoom eingestellt. Das ist natürlich schon sehr geil. Und ja, das hier macht übrigens viel mehr Spaß, wenn du so eine Maus hast, wo du das Scrollrad freistellen kannst. Also, dass du halt nicht immer so einen Klick hast pro Scroll-Einheit, sondern dass du wirklich einfach das Scrollrad durchpfeffern kannst und der einfach komplett freiläuft. Also, halt so eine typische Gamer-Maus. Ich glaube, es ist bei Gaming-Maus mittlerweile Standard. Sehr geil. Ja, okay, genug rumgespielt. Also ich muss jetzt sagen, ich kann jetzt bei dem Himmel jetzt nicht wirklich Unterschiede feststellen. Müsste man wahrscheinlich 1:1 vergleichen. Oder Leute, die halt wirklich ein HDR-Setup haben. Vielleicht merken die tatsächlich einen Unterschied. Weil ich weiß gar nicht, ob das Spiel HDR überhaupt unterstützt hat damals. Ne, dass wenn du zum Beispiel jetzt die Sonne gehabt hast vor dir, dass denn an der Stelle der Bildschirm wirklich extrem hell ausgesteuert hat. Vielleicht macht das jetzt. Vielleicht hat das aber auch schon die ganze Zeit gemacht. Ich meine, meine Bildschirme, die können HDR. Aber erstens habe ich keine LED-Monitore, sondern nur LCD. Das heißt, wirklich mit 1000 Nits oder sowas habe ich halt nicht. Und vor allen Dingen, nutze ich halt den ganz normalen XOX-Server mit 24-Bit-Farbtiefe. Das heißt,
mein Desktop-Environment unterstützt kein HDR. Also unterstützt zwar HDR, ich kann HDR-Content mir anschauen, aber ich habe davon keinen Mehrwert. Ja, wobei eigentlich schon. Weil gerade bei Videos hast du trotzdem eine bessere Qualität mit HDR. Weil wenn du normale Videos geschaut hast, dann hast du mal bei Himmeln, also wenn du so weiche Übergänge hast, hast du mal so eine extreme Klötzchenbildung. Und bei HDR-Videos hast du einfach aufgrund der höheren Farbinformationsgehalt, hast du dann trotzdem schöne Übergänge. Auch wenn die immer noch abgestuft wirken, weil wie gesagt, du hast nur 8 Bit pro Farbkanal. Aber trotzdem hast du halt wirklich schöne Abstufungen und keine Klötzchenbildung. Wie bei so Low-Qualität-Videos. Deswegen wirken selbst auf einem normalen Monitor wirken HDR-Videos schon besser als normale Videos. Weil du musst ja bedenken, du hast ja einen Monitor mit 24-Bit Farbinformation. Wenn du dort ein normales Video wiedergibst, dann hast du ja im Video nicht 24-Bit Farbinformation im RGB-Farbraum, sondern du hast ja einen JUV-Farbraum. Also du hast Helligkeitswert und dann die Farbabweichungswerte. Und das in RGB umzuwandeln, ist halt verlustbehaftet. Und deswegen kannst du halt mit einem normalen JUV-Video ein RGB-Bildschirm in der Regel gar nicht ausreizen. Gerade wenn du halt so weiche Farbverläufe hast und sowas alles. Und mit einem HDR-Video kannst du den halt schon doch eher komplett in RGB-Monitor ausreizen. Naja. Ach guck mal, mittlerweile haben wir wieder ein paar Autos auf der gegenüberliegenden Fahrspurbahn. Ist in Amerika um 10 Uhr immer so tote Hose? Wobei ist es schon fast 12 Uhr. Cool. Oh, da oben Straßenbahn. Oh, wie geil. Gucken wir. Ach, ich kann auch unten auf dem Schattenhaus, Leute. Ui, wie süß. Ja, cool. Sehr low-bob, aber ich mach mal kurz weiter. So, jetzt. Jeder wäre jetzt so ein Geräusch. Aber dafür sieht die Straßenbahn in Ordnung aus. Das ist ja süß. Leider nicht diese Doppeltüren. Das ganz normale Straßenbahn, da hattest du nicht nur 2 Segmente, sondern 4 Segmente. Da haben sich die Türen quasi nicht, also eine Segment hat sich nicht so geöffnet, sondern da hattest du halt pro Seite 2 Segmente, die sich so geöffnet haben. Da hattest du dann, also, wenn ihr jetzt hier draußen steht und ich bin jetzt die Straßenbahn, hat sich die Tür nicht so geöffnet, die eine Seite, sondern hat sich quasi so geöffnet. Das war halt bei älteren Straßenbahnen so ein Ding, was heutzutage leider kaum noch gemacht wird. Ich fand die Türen immer super schön. Aber ja, wie gesagt, das ist, haben heutige Straßenbahn leider nicht mehr. Damals war alles besser. Ah, vielleicht doch was Wahres dran. Na gut, alles besser auf jeden Fall nicht. Gut, vielleicht war es auch nur für mich, oder es ist nur für mich besser, weil ich damit halt aufgewachsen bin. Ja, wobei, nee, sieht doch schon einfach schöner aus, wenn ein bisschen mehr abgeht bei der Tür. Warum biegt er sofort ab? Müsste ich erst der hintere auf die andere Spur wechseln? Ey, warum bremst der schon wieder? Weil hier ist immer noch 50 erlaubt. Was ist los mit dir? Jetzt fahr! Oh mein Gott. Was hast du getan? Jetzt ist die gesamte Fracht kaputt wegen dir, weil ich eine Vollbremse machen musste. Hier sind diese ganzen kleinen Stahlbolzen nach vorne bei dem Ding drauf, damit jetzt alle berücken. Deinetwegen.
Manche nennen es Piercing, ich nenne es lebenslange Schmerzen. Warum fährt der Adi so langsam da vorne? Alter, ich rufe gleich die Polizei, wenn du weitermachst da vorne. Der kommt mir aus. Wir dürfen 4,45, der fährt 30 oder so. Digga, was ist mit dem? Hä? Nein, ich wollte Tempomat einfach. Was war Tempomat? Was ein Affe. Ich fand das so extrem weit links. Was ist los mit dem? Ich glaube, der will mir irgendwas sagen. Ich verstehe es noch nicht. Jetzt sieht er wieder die Mitte. Junge, was ist denn los mit dir? Jetzt sieht er nach rechts. Ich folge dir mal. Vielleicht ist jetzt die linke Seite, weiß ich, der Bonus Lava oder so, I don't know. Dieser Polizist macht schon wieder zu schaffen. Einfach nur zu schaffen. Und schon wieder zieht er nach links. Was wir jetzt machen, wenn es hier, also gut, in dem Fall ist hier Auffahrt, die gesperrt war, ja, aber wenn es hier normale Straße wäre, wenn es hier rechts neben mir ein Fahrzeug langkommen würde, normalerweise zieht erst der hintere, also der hinter mir zieht nach rechts, damit mich keiner mehr überholen kann, und dann, wenn rechts neben mir alles frei ist, dann zieht der vordere nach rechts, um die Spur komplett zu sperren, damit ich dann rüberziehen kann, fertig. Wenn aber erst der vor mir rüberzieht, dann kann es trotzdem sein, dass mich einer versucht zu überholen, jetzt der neben mir ist und die Arschkarte hat, weil er kann nicht nach links, weil da bin ich, er kann nicht nach vorne, weil der Assi blockiert und bumm, bin ich auf der Spur gefahren, weil ich ja auch nicht nach rechts kann, wo rechts von mir jemand lang fährt, der nicht weg kann. Deswegen zieht normalerweise immer der hintere erst nach vorne, zur neuen Fahrspur. Und ich glaube auch in dem Tutorial, was man am Anfang immer bekommt, wird es auch genau so gezeigt. Also immer erst der hintere lang zieht. Ich bin verwirrt. Oh, wie viel Platz habe ich hier? Okay, passt natürlich relativ gut. Achso, mit dem Spurmanöver meint er ja jetzt gerade die Spurverengung. Fast der. Ja, nächste Spieler zieht er zuerst. Und hinter mir ist alles frei. Könnte also locker jemand überholen. That's so stupid. Guck mal, der andere Polizist ist gar nicht mehr da. Der andere Polizist flüchtet jetzt einfach. Und bleibt jetzt da stehen. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Wir haben gar kein hinteres Begleitfahrzeug mehr. Der haut den gerade ab. Oder ist der Grüne unser Begleitfahrzeug? Ah, okay, ich glaube der Grüne. Hä? Weil hinter uns sind auch mal Polizeiwagen. Ah, okay. Ich dachte schon, der Polizist, der jetzt da rechts abgebogen ist, war unser hinteres Begleitfahrzeug.
So, dann machen wir hier unter der Brücke, machen wir gleich mal ein bisschen Break. So. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und so, wo wir dann die Mission hoffentlich abschließen. Bis dann.